Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Und wieder darf ich lesen, dass sich die griechische Schuldenkrise im nächsten Monat dramatisch zuspitzt. Wie spitz kann so eine Krise eigentlich werden? Ein besonderes Phänomen der permanenten Zuspitzung ist die gleichzeitige Abstumpfung. An vorderster Front stehen da CSU-Politiker, die sich bekanntlich von Haus aus zu den abgestumpftesten Lebewesen des Planeten zählen dürfen. Obwohl sie nicht mal bis drei zählen können, wie sie mit ihrer Bayerischen Landesbank eindrucksvoll bewiesen haben. CSU-Politiker, die mit dem Geld, das sie bei der Bayerischen Landesbank versenkt haben, die Griechen im Alleingang hätten retten können, fordern nun endgültig, dass die Griechen endlich den Euro verlassen soll. Denn dann wird selbstverständlich alles gut. Am Tag nach dem Grexit genannten Griechenaustritt kommt nämlich der Weihnachtsmann persönlich und löst die Schuldenprobleme der restlichen Euro-Länder. Könnte mir der CSU-Generalsekretär Doofbrindt bitte mal erklären, was dadurch besser werden soll, dass die Griechen wieder die Drachme einführen? In Bayern mögen die Uhren ja anders und die Politiker nicht ganz richtig ticken. Aber selbst der bayerische Stammtisch dürfte Probleme haben, mir folgende Frage zu beantworten. Wenn jemand seine Schulden nicht zurückzahlen kann, welche Rolle spielt es dann, ob er sie in Euro, in Drachmen oder in Kartoffeln nicht zurückzahlen kann? Wenn der Schuldner pleite ist, verliert der Gläubiger sein Geld. Dieses Naturgesetz wollen die Banken und Anleger, die sich an den griechischen Staatsanleihen jahrzehntelang dumm und dämlich verdient haben, einfach nicht akzeptieren. Von dem ganzen Geld, das wir angeblich den Griechen jetzt hinterherwerfen, kommt doch in Griechenland gar nichts an. Es geht nur darum, das Schneeballsystem der Banken aufrechtzuerhalten. Die Griechen selber, die sparen sich seit 2 Jahren auf Befehl der Troika zu Tode. Sie haben die Ausgaben des Staates drastisch gesenkt. Und was ist passiert? Das zu stopfende Haushaltsloch wird immer größer, weil dank der Sparmaßnahmen die Wirtschaft zusammengebrochen ist und jetzt die Einnahmen des Staates schneller sinken, als man die Ausgaben kürzen kann. Und unsere Lederhosenpolitiker, die verlangen, dass die in einer befohlenen Abwärtsspirale dahintaumelnden Griechen jetzt aber endlich mit den Reformen ernst machen müssen. Wie durchgeknallt diese CSU-Politiker sind, erkennt man daran, dass ein Wirrkopf wie Außenminister Westerwelle plötzlich als Stimme der Vernunft gelten muss, wenn er ihnen diplomatisch verklausuliert zuruft: Haltet endlich die Goschen, ihr Deppen! Bis neulich.